Servus Leute, heute bloß kurzes Video und zwar habe ich kurzfristig einen Mammutstamm bekommen. Auch wieder als Dienstleistung, musste auch Scheiben draufschneiden und Platten. Die Scheiben wieder 15 cm wie das letzte Mal und die Platten 70 mm werden Tische draus gemacht. Ja, man sieht schon richtig breite Jahrringe das Ganze. Brutal, der ist. Ich habe es dann nachgezählt, aber anscheinend ist der 50 bis 60 Jahre ist der gewachsen. 7,20 m lang. An dem Stück, was wir jetzt am Bild sehen, hat er 60 cm. Ziemlich dicke Äste auch gehabt, wie man sieht. Und am dicken Ende hat er 1,10 m. Man sieht wieder hier die breiten Jahrringe. Und ja, freue mich drauf, den schon zu schneiden. Ist mein allererster Mammutbaum und ja, bin schon gespannt, was draus wird. Also ich habe jetzt die Kette extra nochmal geschärft, damit das Ganze ja sauber wird. Habe jetzt eine Sauberkeitsscheibe drunter geschnitten, damit der Fallkeil praktisch weg ist. Und es ist richtig geil und sauber geworden. Ja, richtig schön geworden. Ich bin echt schon gespannt, wie das ausschaut, wenn es getrocknet ist, ein bisschen geölt ist. Das werden bestimmt richtig schöne, geile Platten. Ja, wir haben jetzt hier schon angefangen zum Schneiden, sind jetzt genau bei der Hälfte durch. Neues Sägeblatt ist drin. Wie man sieht, wird das Ganze echt geil. Wir haben recht große Flügeläste drin. Aber ich denke, dass das am Schluss als Tisch auf jeden Fall recht gut ausschauen wird. Ja, ich habe es geschafft, das komplett fertig zum Schneiden, war sehr viel Arbeit. Das Ganze kommt jetzt noch in die Trockenkammer. Wird alles sehr schonend getrocknet. Ich richte mich da komplett nach dem Mammutstamm. Versuche es mit viel Feuchtigkeitszugabe und eben mit sehr geringer Temperatur eben zum Trocknen, damit sich das Ganze so wenig wie es geht verreißt. Hier haben wir auch noch ein paar Lärchen und Fichten drin, damit die Trockenkammer schön voll ist. Und ich weiß nicht genau, wie lange es dauert, aber ich schätze ja, so ungefähr 1 bis 2 Wochen. Eher 2. Und ja, wenn das Ganze fertig ist, hoffe ich, dass ich dann Zeit habe, kurze Videos zu machen. Dass man sieht, wie schlimm das die Risse sind. Was ich hoffe, dass sich das Ganze in Grenzen hält. Aber ja, das ist schwierig davor zu sagen, wie schlimm das Ganze wird. Aber ja, wie gesagt, werden wir in 2 Wochen sehen. Also wir haben jetzt die kompletten Messstellen angebracht. Die erste und dritte Messstelle stimmt auf jeden Fall nicht. Die anderen sind auf jeden Fall okay. Ja, Temperatur ist, sieht man schon, bei 0 Grad und es steigert sich jetzt schon langsam. Ja, wie gesagt, ich glaube, dass das Ganze gute 2 Wochen dauert und ja, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt mir gefällt mir, abonniert das Ganze und ja, wir sehen uns. Servus!